Konstanz 1969. Seltene Aufnahmen von einem der umstrittensten Männer Deutschlands, Friedrich Flick, Unternehmer und Multimilliardär. Er war ein Genie. Das war ein brillanter Kenner, ein unglaublich fleißiger Mann. Friedrich Flick ist sicherlich eine Ausnahmegestalt. Er war ein großer Manipulator. Man traute ihm eigentlich alles zu. Friedrich Flick, how do you plead to this indictment? Guilty or not guilty? Ich bin unschuldig. Juni 1945. Die Amerikaner suchen in ihrer Besatzungszone nach Kriegsverbrechern. Auf ihren Listen steht auch Friedrich Flick. Er soll jüdisches Vermögen geraubt und zehntausende Zwangsarbeiter beschäftigt haben. Flick hat sich nahe Bad Tölz einquartiert. Er ist bereit. Sie kommen. Herr Flick, you're under arrest. US-Militärgefängnis in Nürnberg. Hier wird Flick viele Wochen von US-Ermittlern vernommen. Er hat sich gut vorbereitet. Die Strategie läuft im Wesentlichen darauf hinaus, sich als Industriellen darzustellen, der im Zweifel sogar Opfer gewesen sei, weil man von den Behörden und von den Parteistellen des Dritten Reichs gezwungen worden sei, Dinge zu tun, die man gar nicht habe tun wollen. Eric Kaufmann, US-Ermittler im Fall Flick. Er befragt Friedrich Flick 4 Monate lang. Die Verhöre werden mitgeschnitten. Das ist völlig ausgeschlossen, dass ich das auf Heller und Pfennig heute hier auseinandersetzen kann. Ich kann also auch die 100.000. Als deutscher Jude war Kaufmann 1938 vor dem Nazi-Terror aus seiner Heimatstadt Koblenz in die USA geflohen. Jetzt durchleuchtet er als Vernehmer Flicks Vergangenheit. Kommen Sie rein, Herr Flick. Haben Sie zu dem Gespräch gestern noch was zu ergänzen? Nein. Nehmen Sie Platz. Können wir da weitermachen? Seit 1937 waren Sie persönlich haftender Gesellschafter, also Firmenchef der Friedrich Flick Kommanditgesellschaft. Jawohl. Welche Funktionen hatten Sie noch? Ich war Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei von 1937 bis 1945. Parteinummer 5918393. Ja. Und weiter? Im Winterhalbjahr 1937-38 wurde ich zum Wehrwirtschaftsführer ernannt. Mir wurde 1941 das Kriegsverdienstkreuz erster Klasse verliehen. In welchen Firmen waren Sie damals im Aufsichtsrat? Dresdner Bank, Vereinigte Stahlwerke, Schering Aktiengesellschaft, Allianz Versicherungsaktiengesellschaft. Sie waren ein Mann von Macht und Einfluss. Ich habe nicht immer an den Sitzungen teilgenommen. Herr Flick, Sie haben doch Hitlers Krieg unterstützt. Ich war gegen diesen Krieg. Ich hatte ja auch alles zu verlieren. Mein Lebenswerk. Und 3 Söhne im wehrpflichtigen Alter, von denen auch einer gefallen ist. Lebenswerk ist ein großes Wort, Herr Flick. Ein sehr großes Wort. Aber ich habe Zeit. Erzählen Sie mir von diesem Ihrem Lebenswerk. Ich möchte die ganze Geschichte hören. Wann sind Sie geboren?
Ich wurde am 10. Juli 1883 in Kreuztal, Kreis Siegen geboren. Mein Vater war Landwirt, mein Großvater auch. Kreuztal bei Siegen. Hier wächst Friedrich Flick auf. Flicks Vater Ernst ist Bauer und Holzhändler. Sohn Fritz muss von klein auf bei Handel und Buchhaltung mithelfen. Der Vater entlohnt seinen jungen Geschäftspartner dafür. Geld verdienen ist von Anfang an Friedrichs große Leidenschaft. Sie ist dir verdient. Dankeschön. Flick will raus aus der dörflichen Welt. Täglich fährt er ins 10 Kilometer entfernte Siegen und besucht die höhere Schule. Sein Berufswunsch steht früh fest. Fritz Flick verlässt die Schule, um Kaufmann zu werden. Nach der Militärzeit und einem kaufmännischen Studium beginnt er seine Laufbahn als Prokurist in einem Siegener Hüttenbetrieb. Eisenhütten prägen seit Jahrhunderten das Siegerland. In dieser Industrie macht Flick Karriere. 1913 wird er Hüttendirektor. Er heiratet die 23-jährige Marie Schuss, Tochter eines angesehenen Siegener Kaufmanns. Flick gehört nun zur besseren Gesellschaft. Aber er will weiter nach oben, will den Sprung vom Angestellten-Direktor zum Großunternehmer machen. Der Erste Weltkrieg wird für Flick zur großen Chance. Gewaltige Mengen an Waffen und Munition werden benötigt. Die Stahlwerke und Waffenproduzenten haben Hochkonjunktur. Auch die Siegener Charlottenhütte, die Flick seit 1915 als Direktor leitet. Die Hütte ist eine der wenigen, die über wertvolles Manganerz verfügen. Das braucht man für die Produktion von hochwertigem Waffenstahl. Die Gewinne sind gewaltig. Flick will davon persönlich profitieren und große Aktienpakete der Charlottenhütte kaufen. Weil sein Direktorengehalt dafür nicht hoch genug ist, beginnt er heimlich Nebengeschäfte. Mit Schrott. Eisenschrott ist ein billiger Grundstoff der Stahlherstellung. Er wird mit eingeschmolzen, weil Stahl so kostengünstig produziert werden kann. Flicks Idee? Er steigt bei dem benachbarten Schrotthändler Trippe als stiller Teilhaber ein. Der Erlös aus den Schrottverkäufen wird unter der Hand geteilt. Über die Vermarktung von Schrott, über den er als Direktor von einem eisenschaffenden Unternehmen selber wiederum verfügen kann, ist er in der Lage, selber Profite zu erwirtschaften in seiner Firma, die in die private Tasche gehen können und die eben nicht über das Unternehmen, in dem er angestellt ist, abgewickelt werden müssen. Mit dem Erlös aus dem Schrottgeschäft kauft Flick während des Krieges über Strohmänner Aktien der Charlottenhütte. Bald ist er nicht mehr nur angestellter Direktor, sondern Besitzer des mit 1200 Beschäftigten größten Siegener Stahlwerks. Aus dem wohlhabenden Kaufmann ist ein millionenschwerer Unternehmer geworden. Das ist schon ein besonderes Talent, die Fähigkeit abzuwarten, die Fähigkeit aber auch dann mit der entschiedenen Härte und Emotionslosigkeit die Dinge voranzutreiben und die im richtigen Moment zu kaufen oder zu verkaufen. 1923 zieht Flick mit seiner Familie von Siegen in die Reichshauptstadt Berlin, um dichter bei der Börse, den Banken und den Politikern zu sein. Mitten im Machtzentrum der Stadt richtet Flick ein Büro ein. Von hier aus startet er seinen Kampf um die Vorherrschaft in der deutschen Stahlindustrie. Die kleine Führungsriege des Unternehmens hat viel zu tun. Flick braucht günstige Bankkredite, verlässliche Börseninformanten und enge Kontakte zur Regierung. Nur so lässt sich ganz oben mitspielen.
gibt schon wieder Schwierigkeiten. Ich muss mich darum kümmern. Flick liebt den Erfolg und die Macht. Flick saß immer am Schreibtisch und hatte ein oder mehr Bleistifte und einen Bleistiftanspitzer. Und dann machte er immer, wenn er zuhörte, machte er mit seinem Spitzer, machte den noch spitzer. Und da musste man sich dran gewöhnen. Man konnte messen, welche Spannung er hatte, wie er den Bleistift im Spitzer drehte. Derjenige, der mit Flick am besten zurechtkommt, ist sein 15 Jahre jüngerer Vetter Konrad Kalitsch. Flick kennt Kalitsch schon seit dessen Kindheit. Konrad wird ein Leben lang Flicks engster Vertrauter. Bei meinem Vater war es eine ungewöhnliche Verehrung, wenn man nicht gesagt Vergötterung. Für ihn war Flick also beinahe der liebe Gott. Flick rief, dann rannte er rüber in das Flicks Büro oder zu Flick nach Hause am Wochenende, um Sachen zu besprechen. Er hat sich total untergeben vor dem Flick, den er also bewundert hat. Die Position, die Kalitsch einnimmt, ist natürlich eine Schlüsselposition. Er ist für die Finanzfragen zuständig und Finanzfragen sind das eigentliche Geschäft von Friedrich Flick zu dieser Zeit. Er macht nichts anderes außer Finanztransaktionen und spekulativen Geschäften. 1923 ist das Jahr der Inflation. Riesige Geldmengen überschwemmen den Markt. Die Geldentwertung ist gigantisch. Für skrupellose Finanzhaie und Heuschrecken die Chance zu unermesslichem Reichtum. Auch Friedrich Flick pokert mit beim Milliardenspiel. Mit seinen spekulativen Aktiengeschäften, die er dann bald nach Kriegsende beginnt, ist er eigentlich kein Produzent mehr, sondern er tätigt Kapitalmarkttransaktionen, macht Finanzgeschäfte, Börsentransaktionen. Er ist eigentlich ein Händler. Flick handelt vor allem mit deutschen Stahlwerken. Er kauft auf Pump Eisenhütten, löst Teile heraus, um sie dann mit Gewinn schnell wieder zu verkaufen. Die Konkurrenten dabei trickreich auszustechen, das ist Flicks große Leidenschaft. Mitte der 20er Jahre ist er zum mächtigsten Stahlindustriellen Mitteldeutschlands geworden. Der Besitz besteht aus Stahlwerken, Gruben und Weiterverarbeitungsbetrieben. Flick bringt sie in die Vereinigten Stahlwerke ein, den mit über 200.000 Beschäftigten größten Stahltrust Europas. Für Flick ist das der Ausgangspunkt für eine neue gewaltige Expansion nach Westen. Eine wirkliche Triebkraft in den 20er Jahren war definitiv, an der Ruhr anzukommen, im Machtzentrum der Montanindustrie sozusagen als gleichwertiger Mitspieler akzeptiert zu werden, ja vielleicht sogar dort eine ganz einflussreiche Position inne zu haben. Flick fühlt sich stark genug, den alteingesessenen Ruhrbaronen wie Krupp und Thyssen den Kampf anzusagen. Trickreich und mit großem Geschick kauft er über Strohmänner Kohlegruben und Stahlwerksanteile an der Ruhr. Kaum einer merkt, dass er damit Schritt für Schritt seine Macht bei den Vereinigten Stahlwerken ausbaut. Er war 1930 der mächtigste Mann im Ruhrgebiet, ohne das vielleicht nach außen hin zu zeigen. Nicht in den Verbänden der Ruhrindustrie, aber wenn man so die Karten hätte auf den Tisch legen müssen und jeder seine Kapitalbeteiligung und seine Einflussmöglichkeiten dann präsentiert hätte, war Flick sicher der mächtigste. Als die Nummer 1 in der deutschen Stahlindustrie führt Flick ein gut bürgerliches Leben. An seiner Seite die resolute Ehefrau Marie, die ihrem Gatten den Rücken stärkt. Im Grunewald bewohnt die Familie eine schmucke Villa. Drei Jungs sind es, die als Erben und Nachfolger großgezogen werden. Otto Ernst, Rudolf und Nesthäkchen Friedrich Karl. Friedrich Karl war mein Jahrgang, wir waren gleich alt. Und die Eltern, Väter, meinten immer, wir sollten zusammen spielen. Dann wurden Chauffeure geschickt und ich wurde abgeholt zur Trauerstraße. Und dort saßen wir in der Buddelkiste und ich habe also dauernd meine Art entsprechend Festungen gebaut aus Sand. Und der Fritz Karl hat sie wieder eingetreten.
Die von den Vätern eingefädelte Freundschaft zwischen den beiden Söhnen wird schwierig bleiben. Ein anderer Spielkamerad wird für den jüngsten Flick wichtiger werden, Eberhard von Brauchitsch. Friedrich Karl wurde 5 und durfte zu diesem Anlass einladen. Und obendrauf hat seine Mutter sich durchgesetzt, bei meiner Mutter mich dazu einzuladen. Dadurch sind wir zusammengekommen. Ich habe an der Geburtstagsfeier teilgenommen. Das hat gehalten. Das war eine angenehme Jugendfreundschaft, möchte ich sagen. Diese Flicks, das waren unter heutigen Gesichtspunkten kaum verständlich einfache, solide Leute. Doch die Eltern haben kaum Zeit für ihre Söhne. Es fehlt an Nestwärme und persönlicher Zuwendung. Alle Söhne wachsen mit reichlich Hausangestellten, Personal und Park, Chauffeuren und so weiter. Also in einem großbürgerlichen Haus wachsen die auf und in dem festen Bewusstsein, Erben eines Großindustriellen zu werden. Und sie werden darauf natürlich auch systematisch vorbereitet. Mit seinen Kindern will Flick eine Stahldynastie begründen. Das große Leitbild dafür ist er selbst. Ich weiß das sehr gut als Kind. Wenn der alte Flick ins Zimmer kam, dann sprangen wir schon vor lauter Schreck auf, weil er eine solche Ausstrahlung hatte, dass man also ihm nur stramm stehen konnte. Und dann wurde man an den Tisch geschickt, um was zu essen. Und da saß auf einer Seite der alte Flick, todernst, guckte alles immer prüfend an. Dann saß die sehr schwierige Frau Tante Marie, der anderen Seite, Friedrich Karl, waren sie, und ich am anderen Ende. Und es gab irgendwann mal Klöße oder weiß ich was mit einer braunen Soße und so runde kleine Kartoffeln. Ich habe immer gerne meine Kartoffeln in der Soße zerquetscht. Das habe ich da auch versucht mit dem Ergebnis, dass sie aus der Gabel wegsprang über den Tellerrand und rollte über das weiße Tischtuch mit einer braunen Soßenspur hinterließ. Es war eisiges Schweigen und es wurde nur gebimmelt nach den Bediensteten, die dieses Unglück vertilgen sollte. Ich habe da also gesessen und wäre am liebsten in die Erde versunken. Ende der 20er Jahre fehlt den Flicks nichts zu ihrem Glück. Doch der Börsenkrach 1929 und die Weltwirtschaftskrise bereiten dem Aufstieg Flicks ein jähes Ende. Die Aktien fallen ins Bodenlose, viele Banken gehen pleite und müssen schließen. Die Kunden fürchten um ihre Einlagen. Auch ein Friedrich Flick hat Probleme. Es ist wie verhext. Alle drehen uns den Geldhahn zu und wollen gleichzeitig ihr Geld zurück. Das kann funktionieren. Flicks Reich ist hauptsächlich mit dem Geld der Banken finanziert. Eigenkapital hat er nur wenig. Es reicht nicht mehr aus, die laufenden Zinsen zu bedienen. 1932 steht Flick vor dem Bankrott. Er braucht Helfer, die ihn vor dem Untergang bewahren. Es gibt Signale, dass die Regierung uns vielleicht hilft und uns Aktien abkauft, wenn es im nationalen Interesse ist. Seit Jahren hat Flick bei den politischen Parteien der Republik erfolgreich Lobbyarbeit betrieben. Jetzt setzt er die Politik mit dem Gerücht unter Druck, der Erzfeind Frankreich interessiere sich für den Kauf seiner Kohlegruben. Die national gesinnte Regierung Brüning gerät in Zugzwang. Gleichzeitig lässt Flick großzügig Spenden an die Politik verteilen. Vor allem die Regierungsparteien werden bedacht. Flick denkt, dass er den politischen Bereich durch kontinuierliche Zahlungen, durch Geldleistungen, durch Bestechungen, die es dann am Ende auch zum Teil wirklich klipp und klar sind, gefügig machen kann und dass er alle seine Transaktionen in dieser Weise besser abfedert. Anfang Mai 1932 fährt Flick unter größtem Druck nach Allensbach an den Bodensee. Hier trifft er seinen Retter auf dessen Seegrundstück. Es ist Hermann Dietrich, Finanzminister der Regierung Brüning. Flick bedrängt Dietrich, ihm seine Ruhrkohle zum Vierfachen des Börsenwertes abzukaufen, mit Steuergeldern.
und Dietrich unterschreibt tatsächlich und rettet Flick auf Staatskosten. Im Juli-Wahlkampf 1932 bekommt die Presse Wind vom heimlichen Deal zwischen Flick und dem Reich. Flick und die Regierung stehen plötzlich am Pranger. Die Schlagzeilen sind verheerend. Flick stand nun in der deutschen Öffentlichkeit als der Unternehmer da, der vom Reich Subventionen erpresst hat in einer Situation, in der 6 Millionen Arbeitslose auf der Straße standen, der im Grunde sein Fell gerettet hat auf Kosten der Steuerzahler. Für Flicks Spendenpraxis interessiert sich 1947 in Nürnberg auch der Ermittler Eric Kaufmann. Das ist etwas sehr Interessantes, Herr Flick. Ich möchte jetzt von Ihnen für das Jahr 1932 eine Aufstellung Ihrer Spenden an die Parteien. Ich habe im Jahre 1932 ungefähr für politische Zwecke etwa 1,5 Millionen Reichsmark gegeben. Für mich war das eine Menge Geld. Das müssen Sie mir glauben. Davon habe ich ungefähr eine knappe Million für die Wahl Hindenburg gegen Hitler, die 1932 stattfand, gegeben. Es gab aber auch Zahlungen an die Nazi-Partei 1932. 50.000. Ich habe keine Quittung mehr. Es kann weniger, aber auch etwas mehr gewesen sein. Aber nur ein einziges Mal. Warum haben Sie gezahlt? Damit ich meine Ruhe habe. Das ist ganz eindeutig, dass die Nähe zur Politik eine Art produktiver Faktor für Friedrich Flick ist, der genauso einzukalkulieren ist, wie es Rohstoffe sind, wie es Arbeitskräfte und anderes sind, auf denen man bauen kann und den man in das Gesamtkonzept einer Investition mit einbeziehen kann. Hitlers NSDAP bekommt nach der Machtübernahme gleich nochmal 50.000 Mark. Flick will sich den Rücken frei halten für den weiteren Ausbau seines Stahlimperiums. Seine Werke sollen auch im NS-Regime wachsen und Gewinne machen. Die Politik der Nazis brachte natürlich unternehmerische Vorteile mit sich. Das war die Aufrüstung, die 1933/34 wie ein großes Konjunkturprogramm für die Stahlindustrie natürlich wirkte. Das war die Ausschaltung der Arbeitnehmervertretungen und der Gewerkschaften. Und all das konnte einen konservativen, nationalliberalen Stahlindustriellen wie Flick durchaus gefallen. Herr Flick, wie oft haben Sie Hitler getroffen? 2-mal. Wann war die erste Zusammenkunft? Das war im Februar 1932 in Berlin im Hotel Kaiserhof. Haben Sie die Initiative ergriffen? Ich wollte ihn mal kennenlernen. Was haben Sie mit ihm beredet? Ich gar nichts. Er hat die ganze Zeit gesprochen. Ich bin überhaupt nicht zu Wort gekommen. Und später? Ich verstehe nicht. Bei einem weiteren Treffen mit Hitler? Da bin ich hinbestellt worden auf den Reichsparteitag. Er hat mir seine Anerkennung ausgesprochen. Die ganze Sache hat 10 Minuten gedauert. Das war alles. Herr Flick, Sie haben 1936 mit dem Himmler Freundeskreis das KZ Dachau besichtigt. Mein Bruder hat Dachau 45 befreit. Er hat dort entsetzliche Dinge gesehen. Sie haben für den Himmlerkreis gespendet. Wie viel? Die Zahlungen waren unterschiedlich. In den letzten Jahren waren es etwa 100.000 Reichsmark pro Jahr. Es musste niemand mit Himmler durch Dachau spazieren. Dazu war niemand gezwungen. Es war auch keiner gezwungen, in diesen Freundeskreis einzutreten. Es hat auch andere Unternehmen gegeben, die da nicht vertreten waren und die auch gute Geschäfte gemacht haben. Also insofern zeugt es schon von dem Bedürfnis einer bestimmten Nähe zu dem Regime, die Flick, allerdings auch viele andere Unternehmer damals dann hatten. Einmal im Monat trifft sich der Freundeskreis Himmler zum gemeinsamen Essen und Flick ist regelmäßig dabei. Die finanzielle Unterstützung dieses SS-Himmler-Kreises
war für Flick ein Stück politische Landschaftspflege. Das hat man gemacht, so wie andere das auch gemacht haben. Und je mehr, sagen wir mal, der politische Nachdruck wuchs, wenn ein Himmler einflussreicher wurde, dann auch entsprechend mehr Geld zu geben, dann hat man das eben auch getan. Hermann Göring. Er ist der wichtigste Mann für Flick, seit 1936 zuständig für Hitlers Aufrüstung und damit auch für die Kohle- und Stahlproduktion. Flick pflegt über Dritte den Kontakt zu Göring. Zu den Geburtstagen schenkt er ihm alte Meister. Und Göring bedankt sich mit persönlichen Gunsterweisen. Es ist ein System, in dem die Beziehungen sehr stark personalisiert sind. Nicht mehr über die Vorzimmer, über die Büros, über die Amtsstuben laufen, sondern im Grunde entscheidend ist, was die einzelnen Personen miteinander aushandeln und wie sie zueinander stehen. Flick hat sehr schnell begriffen, dass es im Nationalsozialismus darauf ankam, das eigene Bild bei den Spitzen des Regimes zu pflegen. Reichsjägermeister Göring trifft sich regelmäßig mit seinen Jagdfreunden zur Treibjagd. Göring nimmt auch Flick in seinen Jägerkreis auf und ernennt ihn 1937 zum Reichsjagdrat. Flick hat dafür extra das Weidwerk erlernt. Er wird jetzt auch Parteigenosse und beteiligt sich entschlossen an der vom Regime betriebenen Arisierung jüdischen Besitzes. Die Beute, auf die Flick aus ist, sind die Braunkohlefelder der Familie Petschek in Mitteldeutschland. Flick entwickelt einen Schlachtplan gegen die Petschek-Brüder. Er weiß genau, was er will. Solche großen Dinge müssen in kurzer Zeit, ohne Unterbrechung, schnell durchgeführt werden. Göring muss dir eine uneingeschränkte Verhandlungsvollmacht geben. Und alle anderen Interessenten zurückpfeifen. Niemand darf der Gruppe ein Kaufangebot unterbreiten, nur wir. Wenn sich die Gruppe dann noch ziert, drohen wir ihnen damit, dass Göring bereits ein Enteignungsgesetz in der Tasche hat. Dann können Sie wählen, zwischen gar nichts und unserem Gebot. Wir setzen erst dem kleineren Bruder die Pistole auf die Brust und dann dem anderen. Wenn die kleinere Gruppe erledigt ist, dann steigt der Druck auf die andere ganz von selbst. Bei der kleineren Petschek-Gruppe hat Flick mit dieser Strategie Erfolg. Anders ist es bei den Söhnen von Ignaz Petschek in Aussicht. Sie lassen sich von Flick nicht erpressen. Flick hat Probleme, den Schein zu wahren. Er wollte unbedingt, dass es rechtmäßig aussieht. Deswegen sollten die Aussieger Petscheks mit den Deutschen verhandeln. Er wollte einen Diebstahl legitimieren, der allein darin begründet war, dass die Eigentümer Juden waren. Und deshalb weigerten sich mein Vater und seine Brüder. Franz Petschek flüchtet mit seiner Familie 1939 nach Genf. Doch Flick lässt nicht locker. Schriftlich drängt er erneut auf ein Treffen. Mein Vater, der auch unter schrecklichsten Umständen seinen Sinn für Humor behielt, saß im Hotelzimmer vor seiner Reiseschreibmaschine und las uns seine Antwort vor. Es tut mir schrecklich leid, dass ich nicht zu Ihrem Treffen kommen kann, aber das Skifahren in der Schweiz ist einfach zu erholsam. Und die einzigen Wörter, die ich mich erinnere, hat er gesagt, also das ist doch ein ganz großer Gauner. I don't think he said anything worse than that in my presence anyway. Am Ende werden die Petscheks zwangsenteignet und Flick kauft den Großteil ihrer Kohlefelder vom Reich. Und er erwirbt weitere Werke und zahlreiche Immobilien günstig, weil die jüdischen Eigentümer sich vor den Nazis ins Ausland retten müssen. Die Arisierung, sowohl von großen Unternehmen als auch im Kleinen, im Privaten, Güter von jüdischen Vorbesitzern zu übernehmen, Landgüter, Villen und so weiter. Das alles macht er ja mit großer Bedenkenlosigkeit. Er bedient sich dieses neuen, illegitimen, verbrecherischen Rahmens für seine Geschäfte und Interessen. Herr Flick, finden Sie nicht, dass der Kauf von jüdischem Eigentum damals Arisierung war?
Wenn der Betreffende den Verkauf von sich aus anbietet, so ist das keine Arisierung. Aber er bietet ihn ja meist nicht freiwillig an, sondern unter Druck. Ich habe niemals Druck ausgeübt. Beim Erwerb der Güter haben viele jüdischen Eigentümer meine Frau und mich persönlich in Wald und Feld herumgefahren oder zum Essen und zum Kaffee eingeladen. Ich habe wortwörtlich gesagt, ob sie verkaufen, das ist ihre alleinige Sache, das ist ihre alleinige Entscheidung. Ich kann dazu nichts sagen und will auch dazu nichts sagen, aber wenn sie verkaufen wollen, dann bin ich bereit, mit ihnen darüber zu sprechen. Sie haben also nie arisiert? Teils habe ich einen fast unverkäuflichen Besitz aus Gefälligkeit angenommen. Teils habe ich viel zu hohe Preise bezahlt. Nennen Sie das Arisierung? Erst jetzt entdeckte Fotos, wie diese von der 100-Jahr-Feier des sächsischen Stahlwerkes Riesa, zeigen Flick als einen Unternehmer, der zu Hitlers Eliten gehört. Flick wandelt in diesen Jahren seinen Stahltrust in ein Familienunternehmen um. Seine Söhne erhalten Anteile an den verschiedenen Werken. Die Verfügungsgewalt aber bleibt beim Vater. Otto Ernst, der älteste Sohn, macht nach seinem 18. Geburtstag den Militärdienst und lernt dann in den Werken des Vaters das Stahlgeschäft von der Pike auf. Als Hitler 1940 Frankreich erobert, weitet auch Flick seinen Herrschaftsbereich aus. Kurz nach dem Einmarsch der deutschen Truppen im lothringischen Metz erhält Flick dank seiner guten Beziehungen zu Görings Leuten den Zuschlag für das nahegelegene Stahlwerk Rombach. Rombach ist die erste große Bewährungsprobe für Otto Ernst. Doch der Älteste zeigt als kaufmännischer Direktor wenig Fingerspitzengefühl. Otto Ernst Flick ist nicht die Art von Führungspersönlichkeit, die sich sein Vater erhofft hat. Jemand, der sich als taktisch relativ ungeschickt erweist. Jemand, der gelegentlich auch Verantwortung verweigert, abschiebt, gerade was den Umgang mit den Arbeitskräften auch in Rombach angeht. Er ist eben der Sohn dessen, dem das alles gehört. Und so tritt er dort auch auf und entwickelt dann sehr schnell ein beachtliches Talent, Führungskräfte zu verschleißen in den Unternehmen, wo er tätig ist, beziehungsweise Streit vom Zaun zu brechen. Otto Ernst, ohnehin nicht der Lieblingssohn, gerät beim Vater zunehmend in Misskredit. Flick richtet seine Hoffnungen nun ganz auf den zweitgeborenen Sohn Rudolf. Rudolf war als begeisterter Hitlerjunge Mitglied der elitären Marine HJ geworden. ...1938 beginnt er seine Offizierslaufbahn beim Elite-Regiment Hermann Göring. Offenbar strebt er aus innerer Überzeugung eine militärische Karriere an. Als der Krieg gegen die Sowjetunion beginnt, folgt Rudolf Flick dem Führer und nicht dem Vater. Mit seinem Regiment zieht er am 22. Juni 1941 in vorderster Front in den Vernichtungskrieg im Osten. Sechs Tage später zerreißen Granatsplitter dem 21-jährigen Flick Herz und Lunge. Erst ein Jahr später kann Friedrich Flick das Grab seines Sohnes in der Ukraine besuchen. Hermann Göring hat dafür ein Flugzeug gestellt. Flick wird in diesen Jahren zu einem der größten Waffenproduzenten des NS-Regimes, noch vor seinem Konkurrenten Krupp. Die hohe Auslastung der Betriebe, geringe Selbstkosten und viele Staatsaufträge machen Flick zu einem der reichsten Unternehmer des Dritten Reichs. In Flicks Werken arbeiten seit 1942 auch zehntausende Zwangsarbeiter, darunter viele Frauen. Wir haben unter den schlimmsten Bedingungen 12 bis 14 Stunden gearbeitet. Wir waren alle nass.
standen im Wasser, haben Kartoffeln geschält, sortiert, haben die Fußböden gewaschen. Wir haben die ganze Drecksarbeit gemacht. Meine Mutter konnte das Lageressen nicht vertragen. Zum Essen bekamen wir die Reste. Wir haben Kartoffeln geschält und die Kartoffeln bekamen die Polen, Franzosen und Belgier. Wir bekamen nur die Schalen. Und wenn Kartoffeln in einer Maschine gesäubert wurden, bekamen wir diese schmutzige Stärke, die Schalen und diese Stärke. Das ging in unsere Suppe. Das bekamen wir zu essen. Die meisten Frauen und Männer werden aus Polen, Russland und der Ukraine ins Reich verschleppt, wo sie unter menschenunwürdigen Bedingungen Schwerstarbeit leisten müssen. Flick konnte das alles nicht verborgen bleiben. Zum einen gibt es zahlreiche Werksbesuche jedes Jahr an allen Standorten, bei denen man auch die Beschäftigten sieht, bei denen man auch die Zwangsarbeiterlager sieht. Zum anderen zeigt die Korrespondenz sehr deutlich, dass man völlig darüber informiert war, wie schlecht der körperliche Zustand der Zwangsarbeiter war. Herr Flick, wann sind Sie das erste Mal persönlich mit der Sklavenarbeit konfrontiert worden? Als ich im September 1942 aus privaten Gründen in der Ukraine war, habe ich auf dem Bahnhof von Lemberg Züge mit Fremdarbeitern auf dem Weg nach Deutschland gesehen. Wie war Ihr Eindruck? Die Leute waren in guter Stimmung. Sie haben auch musiziert und ich habe damals nicht den Eindruck gewonnen, dass es sich in irgendeiner Weise um Deportation gehandelt haben könnte. Und später? Ende 43, 44 konnte ich mich dem Eindruck nicht erwehren und hatte die moralische Überzeugung, dass nicht alle freiwillig gekommen waren. Sie haben Zehntausende von Sklavenarbeitern in Ihren Werken beschäftigt. Davon kann keiner freiwillig. Ich war in Berlin. Die Werke waren sehr weit weg. Und es gab eine tatsächliche Zuständigkeit oder Mitwirkungsmöglichkeit für uns in Berlin. Gab es nicht. Die lag bei den Direktoren der Werke. Einer dieser Werksdirektoren ist Flicks Sohn Otto Ernst. Im lothringischen Stahlwerk Rombach kommen unter seiner Leitung Tausende von Zwangsarbeitern zum Einsatz. Allein im Lager am Neville sind es über 1200, in der Mehrzahl Frauen aus der Ukraine. Der SS-Mann Degen, Kommandant des Arbeitslagers, übt in Rombach eine brutale Herrschaft aus. Otto Ernst Flick hat es geduldet, dass dort ein wahres Schreckensregiment errichtet wurde, auch innerhalb der Lager, die also eng dann mit der Gestapo und der SS zusammenarbeitende Lagerleitung hat dort die Häftlinge nach Belieben misshandelt. Und ein Otto Ernst Flick hätte da bequem auch mal durchspazieren können und sich die Bedingungen ansehen können. Er hat später gesagt, er hätte davon nichts zur Kenntnis nehmen können oder höchstens spazierengehenderweise blühende Landschaften erblickt. Noch kurz vor dem Einmarsch der Alliierten werden in Rombach vier russische Gefangene wegen eines Fluchtversuchs öffentlich hingerichtet. Aber Ihnen war das System der Sklavenarbeit bekannt und Sie haben es mitgetragen. Was hätte ich denn tun sollen, wenn ich widersprochen hätte oder dagegen angegangen wäre, dann wäre doch die Folge gewesen, dass man mich mit Sicherheit wegen Sabotage und Wehrkraftzersetzung liquidiert hätte. Derartiger Märtyrertod hätte an den Dingen auch nichts geändert. Was haben Sie getan, um das Leben der Sklavenarbeiter zu verbessern? Ich habe mich bei den Werksbesuchen danach erkundigt, ob auf dem Gebiet zusätzliche Ernährung und zusätzliche Kleidung alles Mögliche getan wird, um das Los der Fremdarbeiter zu erleichtern. Seit 1942 verschärfen die Alliierten den Bombenkrieg. Auch in Berlin werden viele Fabriken und Wohnblöcke zerstört. Tote und Verschüttete müssen geborgen, Ausgebombte evakuiert werden. Flick räumt sein Büro in der Bellevue-Straße.
Akten, die Flick für den Wiederaufbau benötigt, werden zur bayerischen Maxhütte geschickt. Dort sind sie vorerst vor Bomben sicher. Das Telex geht nicht. Flick hat Kasse gemacht und die Vermögenswerte seiner Firmen so weit wie möglich auf sich persönlich überschreiben lassen. Das ist tot. Absolut kein Ton. Im April 1945 erobern amerikanische Truppen Bayern. Es gibt kaum noch Widerstand. Die Suche nach Verantwortlichen für Krieg und Verbrechen beginnt. März 1947. Im Nürnberger Justizpalast wird gegen Friedrich Flick und führende Mitarbeiter seines Konzerns ein Kriegsverbrecherprozess vorbereitet. Ich selbst bin in diesen Dingen nur am Rande unterrichtet gewesen. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Sie können gehen, Herr Flick. Das war's, Herr. US-Ermittler Eric Kaufmann schließt nach 4 Monaten seine Ermittlungen ab. Die Protokolle und Berichte des Verhörs wird er den Anklägern übergeben. Im April 1947 beginnt der Prozess gegen Friedrich Flick. Defendant Friedrich Flick, how do you plead to this indictment? Guilty or not guilty? Ich bin unschuldig. Man wird sagen können, dass Nürnberg von Flick selber nicht als Einschnitt wahrgenommen worden ist. Dass es keine Veränderungsbereitschaft, keinen Lernprozess angestoßen hat, dass er auch nicht wirklich in der Lage war, eine eigene Schuld zu erkennen oder gar moralisch zu reflektieren. Eigentlich hat dieses Nürnberger Verfahren bei Flick nur zu Bitterkeit geführt. Flick wird wegen Beteiligung am Sklavenarbeiterprogramm, wegen Zahlungen an den SS-Himmlerkreis und Raub von Vermögen zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Er ist 64 Jahre alt.